Dieser Tage hat sich in Halle ein 15-jähriges Mädchen vom Balkon gestürzt, als die Polizei sie in Arrest bringen wollte. Der Grund: wiederholte Schulverweigerung. Nach diesem tragischen Tod der Schülerin fordert die Fraktion Die Linke mit einem Gesetzentwurf zur nächsten Landtagssitzung ernsthaft und zügig über den Sinn der juristischen Verfolgung von Schulpflichtverletzungen durch Schüler und Schülerinnen als Ordnungswidrigkeit zu beraten und diese aus dem Schulgesetz zu streichen. Außerdem soll eine sofortige Amnestie eintreten und bereits laufende Verfahren unverzüglich eingestellt werden. Seit Jahren fordert die Fraktion Die Linke, dass die aus pädagogischer Sicht höchst fragwürdige Praxis, Schülerinnen und Schüler bei Schulpflichtverletzungen als letztes Mittel in einen Arrest zu stecken, um vermeintlich ihren Widerstand zu beugen, abgeschafft wird. Niemand hat je damit gerechnet, dass diese Maßnahme einmal so eine Zuspitzung wie jetzt in Halle erfahren könnte. Nun hat die Realität der Politik ein Stoppzeichen gesetzt. Dieser Vorfall ist nicht nur Anlass für die Debatte, sondern er muss ihr Ende markieren. Die Koalitionsfraktionen und der Bildungsminister haben im Frühsommer versagt, als die Streichung der Ordnungswidrigkeitsregelung gegen Schüler bereits auf dem Tisch lag und im Rahmen der letzten Schulgesetznovelle hätte entschieden werden müssen. Das Urteil gegen das ums Leben gekommene Mädchen wäre dann nicht mehr vollzogen worden. Die Gründe für Schulverweigerung sind fast immer in individuellen Problemlagen zu suchen, die soziale, familiäre, kulturelle oder psychische Ursachen haben. Sie müssen deshalb mit der Unterstützung durch die Schulbehörden und Jugendämter und nicht durch die Ordnungsämter und die Justiz gelöst werden. Die Verfolgung als Ordnungswidrigkeit führt zu keiner Verbesserung des Schulbesuchs, sondern erhöht im Gegenteil die Abneigung gegenüber der Schule und erzeugt zum Teil erhebliche psychische Belastungen bei den Schülern.